Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer Community Map von Stronghold 2. Wir spielen die Map im tiefen Gehölz, lauert Gefahr, von Toxic Bomb bzw. Fabian. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Ein guter Kollege von mir, mit dem ich vor 10 Jahren damals mit YouTube angefangen habe. Ist schon eine Weile her. Und er hat mir diese Karte eingereicht. Und ja, wir müssen zwei Aufträge erfüllen. Entweder 300 Ehre erlangen und 55 Stoffweben oder die Vogelfreienlage zerstören. Also wir müssen nur zwei Aufträge abschließen und wir verlieren, wenn unser Burgherr stirbt. Und dann würde ich sagen, ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Gehen wir mal rein und schauen uns einfach mal ein bisschen die Karte an. Und wie ich finde, eine wirklich hübsch designte Map. Das sieht wirklich sehr, sehr nett aus. Aus irgendeinem Grund will ich lieber so spielen. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist wirklich echt cool gemacht. Und ja, wir haben hier, wir können mal kurz switchen, wir haben hier Ländereien. Das ist unsere Startländerei, ziemlich üppig, ziemlich groß. Dann haben wir hier einen Übergang für diese Länderei, wo wir Eisen vorfinden. Hier finden wir Platz vor. Da können wir dann nochmal irgendwas machen. Hier haben wir dann Stein, da kommen wir hier rüber. Und die Brücke ist zerstört. Ich weiß noch nicht so genau, ehrlich gesagt, wie wir die aufbauen wollen. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Weil normalerweise machen das ja eigentlich Mönche. Aber vielleicht lasse ich mich dann nochmal eines Besseren belehren. Gut. Dann würde ich mal sagen, Holz ist jetzt tatsächlich gar nicht so gut. Da Holz ist tatsächlich ein bisschen Mangelware. Ich baue das Vorratslager jetzt mal platziert da. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Kornspeicher setze ich jetzt mal in die Burg rein. Leute kommen auf die Burg. Die Truppen. Pikeniere vorwärts. So, wir fangen erstmal mit Holz an. Wir haben hier eigentlich ganz gut und hier und da. Können wir mal anfangen. Wir haben auch ein paar Baulimitierungen. Das werde ich. Okay, wir können nur Holz bauen, nur Holzwelle. Okay. Ein paar Steingebäude, Schenke und Burgküche ist zumindest möglich. Ich wüsste zwar nicht, wozu wir eine Burgküche brauchen, weil wir sind ja schon Herzog, also. Aber ja, gut, ein paar Bogenschützen würden nicht schaden. Wir fangen aber erstmal mit Essen an. Wir können keine Jäger machen, nur Brot. Wir können Bäckereien bauen, aber keine Getreidefarmen. Alright. Komm, ich fange erstmal mit Äpfeln an. So, und ein bisschen Käse kann nicht schaden. Ich weiß noch nicht so genau. Der Bergfried steht irgendwie ungünstig. Ich hätte ihn umgedreht und eher hier hingestellt. Aber gut, ist ja jetzt so. Machen wir jetzt nichts anderes. Okay, also wir können keine Getreidefarm bauen, aber Bäcker. Das ist eher ein seltenes Phänomen. Ah, wir können Mehl kaufen. Okay. Also wir könnten für Bäcker könnten wir Mehl machen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das brauchen wir nicht. Und offenbar können wir auch Bier kaufen für eine Schenke. Ja, ich denke, das lassen wir erstmal. Aber wir, natürlich gibt es Verbrechen und Jauche. Und das geht ja auch schon direkt los mit Verbrechen und Jauche, wenn ich mir das so angucke, weil... Eure Beliebtheit steigt. Wir sind ja schon Herzog. Okay. Natürlich, schwierig, aber gut, machen wir das einfach mal. Dann baue ich hier mal einen Wachmann hin und... Oh mein Gott, wir müssen eine Foltergilde bauen für den Hackblock. Das ist ja gemein. Okay, interessant. Wieso habe ich keine Musik? Hallo? Musik ist... Ui, wieso ist das aus? Das ist eine Frechheit. Ich habe Gerüchte vernommen, dass ein paar vogelfreie, gottlose Dinge in einem unserer Dörfer tun. Stimmt das? Was sind denn gottlose Dinge? Das ist interessant. Ja, so vogelfrei haben wir... Ach, warte mal, das sind Mönche am Start, die die Brücke einfach bauen. Hört auf damit! Wenn die Brücke gebaut haben, dann... Dann kommen die doch rüber. Das ist doch doof. Okay, aber ich verstehe. Tja, wie mache ich denn das jetzt gescheit? Ich glaube, ich setze das mal so. Wir könnten alles machen, theoretisch. Aber grundsätzlich baue ich jetzt hier nochmal eine Waffenkammer. Au, guck mal, wir haben ja... Ui, wir haben ja ziemlich fett Startressourcen.
warum auch immer wir 15 Rüstungen haben und nur 10 Piken. Wahrscheinlich sollte es umgedreht sein. Wahrscheinlich sollten wir 15 Piken haben. Aber gut, die Bogenschützen finde ich gerade viel attraktiver. Rekruten benötigt, Sire. Wenn die Vogelfreien da über die Brücke kommen. Ei, Sire! Lanzen vorwärts! Dann wird's unangenehm. Ja. Und ich glaube, das werden einige Vogelfreie sein. Das sind immerhin drei Lager. Das ist schon krass. So, da haben wir auch schon die erste Jauche und die ersten Ratten und die ersten Gesetzesbrecher. Wunderbar. Ich hab's ja ein bisschen vermisst. Nicht? So. Wir lassen da mal frei. Bauen mal hier so ein bisschen auf. Ich hab Bock, hier so eine Holzpalisade zu bauen noch. Also wie gesagt, ich weiß nicht. Also Burgküche würde sich halt lohnen für Ehre natürlich, um Einheiten auszubilden, die sehr ehrenlastig sind. Die viel Ehre benötigen. So, den Hackblock machen wir direkt neben dem Pennerhof, damit jeder direkt weiß, wie es hier zugeht, wenn man sich nicht an die Spielregeln hält. So. Und hier machen wir jetzt mal einen Truppengreifen an. What? Oh! Eure Hoheit! Was? Euer Zeichensire? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Ziehen los! Rauf auf die Welle! Pikeniere nach vorn! Rekruten benötigt, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Wir bewegen uns. Irgendwie glaube ich, dass ich das neu starten kann. Aber gut. Lordschaft, ich diene euch gut. Bereit machen, Piken, Sire. Alter, yo, ist klar. Okay, naja, gut. Schauen wir mal, ob ich hier das nochmal abwehren kann. Hier sind eure Leute. Gehen kann. In Stellung. Bogenschützen in Bewegung. Die Männer sind guter Dinge. Das ist ja ein bisschen krass. Hauptmann, euer Befehl? Bogenschützen unterwegs. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Du musst halt direkt am Anfang alles denken. Okay. Was wünscht ihr? Tja, ich schätze mal, dass wir der Lord nicht abwehren können. Aber mal gucken, vielleicht ja doch. Rekruten benötigt, Sire. Der Burgherr wird angegriffen. Eure treuen Bogenschützen. Vielleicht kriegst du doch noch abgewehrt. Ei, Sire. Ja. Ah doch, der Lord ist schon ziemlich strong. Lordschaft. Okay, wir haben es abgewehrt bekommen. Aber krass. Holy moly. Das ist nicht so easy. Ich diene euch gut. Krass, krass, krass. Rauf auf die Welle. Okay, dann. Piken, Schultern. Das war eine Warnung. Bereit machen, Piken. Dass ich jetzt doch... Da ist er geköpft worden. Kann ich die Schatzkammer bauen? Ja, kann ich. Aber ich habe halt keinen Stein, ne? Den müsste ich mir kaufen. Ich weiß, Holz verkaufen, totale Sünde. Ich höre euch doch schon wieder in den Kommentaren. Lanzen könnte ich kaufen, aber ganz ehrlich, ich verkaufe die jetzt mal ganz kurz. Ich brauche Steuern. Keine Veränderung in der Von einem Schatzkammer, Schatzmeister, der höchstwahrscheinlich keine Veränderung in der Schatzkammer, Gesetz brechen wird, so wie ich das mal einschätze. Wäre doch zu einfach, wenn es nicht so ist. Sind wir mal ehrlich. Dass man halt auch nur Holzwelle bauen darf, ist natürlich auch echt hart. Ne? Sobald die. Es ist so nervig, dass die Mönche die Brücke bauen. Die sollen aufhören damit. Ich will das nicht. Ich könnte einen Wassergraben bauen, das ist natürlich geil. Aber erstmal mache ich hier zu. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Hey, das sieht irgendwie komisch aus. Diese Auswulstung dort.
Machen wir das so. Aber das sieht auch komisch aus, Mann. Machen wir das jetzt so. Und hier machen wir ein paar Stellen drauf. Dann muss ich hinten noch zumachen. Weil offenbar... So, Burg müsste jetzt abgeschlossen sein, oder? Ist nicht irgendwie so eine Meldung, sowas wie Burg ist jetzt umzingelt oder so? Komm, Bruder, mach schneller weg. Ich will hier Waffenproduktion bauen. Mindestens zwei Bogner. Mindestens. Unsere Bögen werden singen. Eigentlich sogar mehr. Augen auf, Männer. Ist die Burg nicht abgeschlossen? Offenbar nicht, ne? Ich brauche hier auf jeden Fall ein Torhaus. Ich bin mir so sicher wie das Arm in der Kirche. Okay. Ich denke, das ist ein Grundaufbau, den man eigentlich nutzen kann. Community Content Part 1. Speichere ich das mal? Spiel gespeichert. Und ich brauche jetzt halt ziemlich viele Bogenschützen. Für den Anfang. Und erstmal mehr Gold eigentlich. Tja, gut, die Verbrecher, um die haben wir uns jetzt schon mal gekümmert. Eine Burgküche würde sich jetzt doch lohnen, tatsächlich. Klar, unterschiedliche Nahrungssorten sind auch gut, aber ich glaube... Eine Burgküche wäre gut. Wir könnten Piken machen. Ich glaube, das ist so meine Strategie. Piken und Bogenschützen. Mensch, da ist jetzt schon wieder Jauche. Das ist doch nicht wahr. Das ist ja echt frech. Ich weiß, ein Bauer das mit dem, hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Das mit dem Überbauen, das ist schon ziemlich... ja, ich will jetzt nicht cheaten sagen. Aber doch schon so ein bisschen. Also das macht es mir natürlich schon ein bisschen einfacher. Wenn ich 100 Ehre habe, kaufe ich mir, denke ich mal, zuerst die Eisenländerei. Warte mal, der Angriff kam irgendwie von hier. Aber es könnte halt auch genauso gut sein, dass auch von hier ein Angriff kommt, ne? Da bin ich ja nicht sicher jetzt Rekruten oder gefeit oder so. Benötigt, Sire. Vorwärts! So. Sire, sind unterwegs! Da haben wir jetzt erstmal eine ganz gute Panzerstaffel. Und die Bogenschützen. Ihr habt nicht genug Gold. Müssen natürlich ein bisschen zahlreicher werden. Auszubilden. Ist ein bisschen zu wenig sonst. Okay. Tja. Nahrung ist erstmal okay, so. Das Volk liebt euch, Sire. Aber um ehrlich zu sein, könnte das ein bisschen mehr sein. Bau mal hier auch was hin. Je mehr, desto besser vielleicht. So, Bögen kommen jetzt schon mal gut rein, das ist schon mal nice. Baut jetzt auch mal noch eine Hütte. Naja, ist eine hübsche kleine Burg. Ich finde, das kann man schon mal machen. Ich finde, so für den Anfang ist das ein kleines, hübsches Castle. Auch dass es halt mit Holz hier Befestigung ist, aber ganz ehrlich. Hauptmann? Es ist halt eine kleine Burg. Ne? Also, kann man schon machen. Ja, wie gesagt, meine Aufträge, entweder halt 300 Ehre, mit der Küche könnte man das schnell schaffen und halt Wolle. Ja, vielleicht mache ich jetzt nochmal die Küche. Wo setze ich die jetzt bloß? Hier so? Aber wenn, dann hätte ich das schon ganz gerne irgendwie hier so mit dran, ne? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ah, wer hat denn jetzt schon wieder das Gesetz gebrochen, ja? Oh, so ein Holzfäller da. Pass auf, ich reiß das hier nochmal weg. Das sieht jetzt doch nicht schön aus. Ah, da muss das Torhaus nochmal leiden. So, dann bauen wir das so hier. Warte mal, bitte sag mir, dass ich da... Ah, perfekt. So kann ich das machen. Dann haben wir hier mal so einen kleinen Ausguck. So eine kleine Befestigung da dran.
Ja, sieht ein bisschen spanisch aus, aber ey, komm. So, dann bauen wir hier den Gemüsegarten und hier eine Schweinezucht hin. Dann können wir doch mal ein bisschen auf Ehre gehen. Gerade für die Bogenschützen. Ah, die Brücke ist schon bei 50%. Lass das mal bitte bleiben. Also dieser Angriff gerade, ey, der hat mich aber echt hier ganz schön aus den Fugen gehauen. Der hat mich wissen lassen, dass das hier alles andere als einfach wird. Ja, ich baue hier nochmal einen Bogen ein. Je mehr, desto besser. 3 Stück mindestens sollten es schon sein. Wir sind bereit. Als 14 Bogenschützen. Bogenschützen, vorbereiten. Ja, Sire, ziehen los. Geht ihr mal dahin. Unsere Sehnen sind gewachst. Ihr 6 uns geht nur mal ein dahin. Euer Zeichen, Sire. Zwei. Oh, ihr bleibt erstmal dort. Rauf auf die geht Welle. Mal dahin. So, okay, Nahrung. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, es wird weniger. Der hat zwar gerade wachsen gesagt, aber ich würde dem nicht vertrauen. Ey, ist das dein Ernst? Das gibt's ja wohl nicht. Direkt das Gesetz gebrochen. Frechheit. Ich hätte natürlich auch so eine komplette Steinfront hier vorne machen können, ne? Das Gericht und so, das auf der Seite steht, aber wisst ihr was, ganz ehrlich, ich finde, das sieht so, wie es jetzt ist, ist eigentlich hübsch. Ich könnte sogar hier die Ehre könnte ich relativ schnell kriegen eigentlich, wenn ich will, aber ich will es vielleicht erstmal versuchen, aus eigener Kraft irgendwie zu bekommen. Mann, so ein Gebäude würde ich gerne jetzt mal drehen können, aber das geht leider nicht. Warte mal, vielleicht passt hier hinten. Ja. Was können wir hier hinten machen? Schafproduktion. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Die Wollproduktion. Für die Weber. 55 Stoffe, die kann man mal nebenher beiläufig mitmachen. Finde ich. Wir haben Ratten in der Burg. Mist. Kümmert sich mal bitte jemand um die Ratten da. Ah, sehr gut. Und, aber Jauche ist eigentlich nicht das da, Volk, ne? Das verehrt euch, Shire. So wie es jetzt ist, eigentlich super. Ja, ich habe halt riesen Angst, ehrlich gesagt, dass wenn die Brücke fertig haben. Ach nee, die brauchen Steine. Och, Gott sei Dank. Stimmt, die brauchen Steine, um die Brücke noch zu beenden. Ach, herrlich. Okay, sehr gut. Tja. Das heißt, ich müsste mir erstmal eine Länderei. Ey, das kann doch nicht wahr sein hier. Was ist denn da los? Ich baue da jetzt nicht nochmal einen Bogenbauer hin. Dieser Spot hier ist offenbar verflucht einfach. Frech. Aber ich baue trotzdem nochmal einen dritten. Das ist ja eine miese Angelegenheit hier. Komm, dann gehst du da hin. Wehe, da bricht da wieder das Gesetz hin. Aber werde ich auch böse hier. So, der Hackblock, der läuft auf Hochtouren. Es sind leider Ratten. Leute, das kann nicht angehen. Aber der hat mir noch nicht die Meldung ge... Gibt's nicht eigentlich auch in Stronghold 2 irgendwo eine Meldung, dass wenn der Kornspeicher, also der Bergfried umschlossen ist, dass das nicht eigentlich dann auch gemeldet wird irgendwie? Naja. So, haben wir jetzt schon Wolle da? Nö, aber dürfte gleich reinkommen. Bauen wir jetzt hier schon mal 2 Webereien. Ja. Die dicken Frauen hier. Wie geht es euch, mein Herr? Feier ich, ja, irgendwie. Bogenschützen, bereit machen. Eine schöne Verteidigungsfront jetzt hier mit vielen Bogenschützen, das ist schon gut. Also wenn jetzt nochmal so ein Angriff kommt, wie von dem Kaliber gerade eben, dann sollten wir es eigentlich diesmal schaffen. Wie viel Ehre wird das jetzt geben? 26 ist natürlich jetzt nicht so viel, aber gut. Ich könnte natürlich halt nochmal... Ne, 14 brachst du das sogar bloß. Ich könnte jetzt natürlich hier so zusätzlichen Kram kaufen. Ich mach das jetzt einfach mal. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Damit bin ich jetzt ein bisschen battlearm, aber egal. So, wer war es diesmal? Ein Käser. Ja, also bis jetzt finde ich das eigentlich ganz hübsch, die Mission hier. Sieht hübsch aus. Wie gesagt, ich brauche die Ehre halt, um eine Länderei zu kaufen. Vorher kann ich mir das halt sparen. Könnte natürlich halt über die Ehre, die ich hier über den Kornspeicher bekomme, das halt machen, aber das ist zu wenig Ehre. Und jetzt nochmal Brot, also Mehl kaufen halte ich halt irgendwie nicht so für großartig sinnvoll, habe ich das Gefühl. Deshalb, ja,
Euer Befehl? Reinhalten! Holt sie euch! Okay, geht mal durch die... Was wünscht ihr? Kommt schon, Männer! Nahrung, Bewachung, ihr seid meine Panzerstaffel hier. Das letzte Bollwerk. So, die gehen da mal Schmiere halten. Also, davon rede ich jetzt nicht vom Kuhfett oder so. Disgusting. Wir könnten hier nochmal... Hier auch eine Grube, glaube ich. Nein! Vor Motorteil, nein. Habe ich denn nicht irgendwo eine Jauchegrube? Ach, hier vorne. Okay. Jetzt habe ich halt noch 5 Rüstungen drin. Ich traue mich da ehrlich gesagt hier nichts hinzubauen. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Überlege mir aber trotzdem zuerst die Eisenländerei zu kaufen, bevor ich mir die Steinländerei hole. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich brauche die Steinländerei eigentlich gar nicht. Also die würde ich mir nur holen, um Steine zu verkaufen und damit die Mönche die Brücke fertigstellen. Aber sonst brauche ich die eigentlich gar nicht. Und ich könnte mit einer Masse von Bogenschützen hierher gehen und das Lager schon mal clearen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Aber finde ich halt gut, dass, dass diese Mission mir die Möglichkeit gibt, das entweder mit Gewalt zu lösen, also zwei Ziele, also mit eins mit Gewalt zu lösen, oder zwei friedlich zu lösen. Also ich muss die Vogelfreien theoretisch gar nicht angreifen. Das ist schon mal interessant. So. Gut, bis die... Aber es werden bestimmt noch Angriffe kommen, also... Das wird jetzt hier nicht so ruhig bleiben, wie es jetzt im Moment ist. Das ist schon mal klar. Aber ich meine, ich kriege jetzt ganz gut Steuern rein. Das passt eigentlich also alles soweit. Das Volk verehrt euch, Sire. Aber wie gesagt, ich kaufe mal jetzt keine Bogenschützen, die halte ich mir jetzt kurz auf Reserve. Ihr scheint keinen allzu großen Wert auf ausgewogene Ernährung zu legen, Sire. Hä, wieso denn? Ich habe doch ausgewogene Ernährung. Ich hab Aale und Gänse und Wein und Schweinefleisch und Gemüse. Ist das ausgewogen genug? Verstehe ich nicht. Verstehe sein verdammtes Problem nicht. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ich will mal hören, was der Folterknecht sagt, wenn er zu so einer Köpfung geht. Wenn er so einen Dude den Kopf abschlägt. Diese Foltergilde mit diesen Blümchen, mit diesen Sonnenblümchen hier. Guten Morgen, eure Lordschaft. So, der geht jetzt zu einer Hinrichtung, der Engelbert Ölbinder. Holt sich da jetzt so einen Gefangenen aus der Zelle oder hier aus dem Gerichtssaal ab. Ich finde, hier im Gerichtssaal hätte es noch eine Wache benötigt. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Falls so ein Verbrecher irgendwie auf die Idee kommt, den Richter umzulegen. Boah, da ist direkt ein Jauchehaufen in den Bauern gespawnt. Junge, Junge, Junge. Ich will jetzt hören, was der zu erzählen hat, wenn er dem den Kopf abschlägt. Der hat immer noch mal so einen kleinen Spruch bei der Hinrichtung. Guten Morgen, eure Lordschaft. Runter mit seinem Kopf. Guten Morgen, eure Lordschaft. Oh Mann. Und die Verbrecher, die haben auch immer irgendwas zu sagen, wenn kurz bevor die hingerichtet werden. Wenn die am Galgen hängen zum Beispiel, dann machen die halt nur so ein Gurgelgeräusch und so Zeug. Das ist halt echt witzig. So. Ach Mann, ich brauche noch 11 Ehre. Kommt Leute, esst mal ein bisschen schneller auf hier. Damit die Ehre reinkommt. Ja, die kosten auch Ehre, die Pikiniere. So 91 haben wir. Ja, die Vorräte im Kornspeicher, das passt schon. Das passt schon. Brauchen wir noch eine zusätzliche Käsefarm. So ein Backup quasi, so ein bisschen, was jetzt hoffentlich bei dem Angriff nicht zerstört wird. 93 Ehre. Ja, dass ich jetzt mal ein paar Bögen spare, das passt schon. Wie gesagt, dann kaufe ich mir erstmal die Eisenländerei hier. So, jetzt haben wir direkt 205. Okay, das ist ja super. Dann kaufe ich mir die jetzt hier. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Ja, natürlich.
Natürlich nutze ich den zum ersten Mal. So, die schicken mir jetzt so viel Eisen, das kann Dieses ich gar nicht Gebäude alles verarbeiten. Hat keine Arbeitskräfte, Sire. My Lord, es geht los. So. Rekruten benötigt, Sire. Okay, also dieser eine Angriff am Anfang, der hat mich echt zum Schwitzen gebracht, muss ich sagen. Aber jetzt war ich, denke ich, ganz gut gerüstet. Also, selbst wenn jetzt ein größerer Angriff kommt, haben wir da eigentlich viel entgegenzusetzen. Die vogelfreien Lager zerstören gehen, das kann man schon machen, finde ich. Dafür müsste die Brücke aber repariert werden. Wie viel haben wir jetzt schon von den... Okay, 8 Stoffe haben wir jetzt schon mal gewebt. Mist, jetzt habe ich verpasst, die Hinrichtung. Naja, egal. Dann bauen wir das mal so, das sieht auch hübsch aus hier. Okay. Wir sind eure Leute. Rauf auf die Welle! Jetzt haben wir hier 12 Bogenschützen auf der Seite, 12 Bogenschützen auf der Seite. Das Ganze... Eure treuen Bogenschützen! Verteidigen, wir setzen immer noch 6 oben hin. Und alles, was jetzt an Bogenschützen reinkommt, ja, das sammeln wir für einen Angriff. So, wo kommt jetzt der nächste Angriff her? Truppen greifen an. Ah. Piktische Bogen. Ui, okay. Unsere Bögen werden singen. Kann ich leider niemanden draufsetzen. Wir sind bereit. Rauf geht auf hier die Welle! Hin? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, ich würde mal kurz speichern. Spiel gespeichert. Oh nein, jetzt erobert er die sich natürlich. Das ist ja jetzt ärgerlich. Okay. Warum auch immer die so langsam sind. Weil der wird natürlich einiges zerstören jetzt hier, schätze ich mal. Aber eigentlich sollte ich das mit dem Bogenschützen gelöst bekommen. Was ist das auch für eine Kombination? Axtwerfer, leichte Kavallerie. Streitkolbenkämpfer, Berserker, piktische Bootskrieger und Bogenschützen. Soll das Wikinger sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bunt gemischt hier alles. Aber dadurch, dass sie so... Die greifen halt auch zum Glück... Ah, okay. Nee, die greifen keine Gebäude an. Das ist ja echt angenehm. Die töten zwar hier ein paar Zivilisten, aber... Hey Mann, solange die keine Gebäude zerstören... Das ist ja eigentlich alles ganz gechillt. Oh, interessant. Bleiben die da jetzt? Das wäre natürlich interessant. Nee, der versucht irgendwas anzugreifen. Aber der will sich hier wegbewegen, aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Nur eine Handvoll Streitkolbenkämpfer sind jetzt aufgebrochen. Ah, nee, doch jetzt. Jetzt geht's los. Komisch. Okay, ich habe auch, muss sagen, ich habe absolut gar keine Ahnung von dem Editor. Weder in Stronghold 1 noch in Stronghold 2 hier. Wirklich null Ahnung, wie hier irgendwas funktioniert. Also... Ich könnte niemals hier irgendeine Mission erstellen oder so. Das würde mir komplett schwerfallen. Was ist jetzt seine Mission? Wo will er hin? Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Das ist jetzt die Angriffswelle, die jetzt doch Gebäude zerstören soll. Okay. Naja, mal sehen. Ich habe so viel Holz. Wenn da jetzt ein paar Holzfäller kaputt gemacht werden, ist das jetzt nicht so schlimm. Na, ich beobachte die erstmal ein bisschen, bevor ich hier irgendwas mache. Waffen und sammle weiter Bogenschützen. Ja. Bisher ist das doch ganz gut kontrollierbar. Der baut doch kein Belagerungscamp oder so Zeug. Das ist irgendwie seltsam.
Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Bin ich mir gerade nicht sicher. Man muss sagen, die Karte ist noch recht jungfräulich. Also bitte verzeiht's, wenn es hier noch den ein oder anderen kleinen Fehler gibt. Das ist nicht schlimm, das kann passieren. Das ist ein Burggraben, hätte ich sogar bauen können, sehe ich gerade. Hm. Aber gut. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ach du meine Güte. Dieses Gesetzebrechen immer. 13 Stoff haben wir jetzt schon, okay. Der will hier weg. Der will hier irgendwas machen, aber es funktioniert nicht. Na gut, ist nicht schlimm. Ich sammle weiter Bogenschützen zusammen. Dafür baue ich jetzt nochmal mehr Bogen, ne? Ich meine, das Geld und die Baukraft haben wir ja. Gut, hier hinten jetzt einzubauen bringt jetzt nicht so viel, aber gut. Ich traue mich hier nicht nochmal. Ich setze jetzt nochmal da einen hin, ja? Auch in, auf die Gefahr hin, dass der gleich wieder das Gesetz bricht, aber ich mache es jetzt trotzdem. Aber wir brauchen jetzt viele Bögen halt. Hm. Also ich schätze, hier stimmt noch irgendwas nicht so ganz. Weil ich glaube, die sollen schon angreifen. Ich glaube nicht, dass die hier so... Sieht so aus, als ob die ein bisschen bangen würden. Aber gut. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, erster größerer Durchlauf. Testdurchlauf. Von daher kann das passieren. Waffen benötigt, Sire. Die Pikenproduktion könnte halt natürlich auch nochmal ein bisschen angekurbelt werden. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte. Eine Eisen haben wir jetzt auch da. Das heißt, sollte eigentlich alles passen. Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich dann jetzt hier irgendwie mit 40, 50 Bogenschützen hingehen werde. Gut, so viel braucht es wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht sogar weniger. 30, 40, sagen wir es mal so. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Dann hole ich mir erstmal meine Länderei wieder zurück. Ob ich die kaufe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich würde dann doch die Steinländerei kaufen und mir dann mal Steine liefern lassen, die ich auch verkaufen könnte. Ich könnte auch einfach hergehen. Und könnte ja auch Lanzen kaufen für relativ wenig Geld und dann so einen Lanzenmob da noch mit zum Auffischen schicken. Waffen benötigt, Sire. Rekruten benötigt, Sire. Für unseren Herrn. Ja. Und warum nicht? So ein paar Lanzenträger. In die Kolonne. Können schon nicht schaden. Zumindest um die Länderei jetzt hier erstmal wieder zu snacken. Why not? Kann ich sogar einen theoretisch Lanzen bauen lassen. Aber dadurch, dass die jetzt nicht so dringend notwendig dieses sind. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Lass ich den mal ein bisschen im Hintergrund. Lordschaft. Ich diene euch gut. Genau 20. Das ist doch schön. Alles wird gut, Männer. Die 20 holen wir jetzt erstmal die Länderei wieder zurück. Ich werde sie nicht einfach nur untätig zugucken. Bereit machen, Piken. Sire, Bogenschützen, so, und 20 Bogenschützen. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Kann man da jetzt auch mal einschicken. Waffen benötigt, Sire. Das geht schon ein bisschen schneller, das ist schon mal gut. Ah, ich liebe das, dass die so in Kolonne laufen. Herrlich. Ist schön. Einfach schön. Sieht hübsch aus. So, Stoffe haben wir schon mal fast 20. Das ist cool. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Käsebau hier vorne. So, jetzt haben wir zumindest die Länderei schon wieder unter Kontrolle. Auf die Plätze, Männer! Ich kann jetzt natürlich leider keine Bogenschützen, keine Baumeister mit Schilden und so bereitstellen. Das hätte ich gerne gemacht. Unsere Sehnen sind gewachst. Gebt uns nur ein Ziel. Ja, Herr. Holt sie euch. Speere hoch. Euer Zeichen, Sire. So, ich zuerst die Bogenschützen. Ach ja, die piktischen Bootsgeher können hier übers Wasser fahren. Das hatte ich ja ganz vergessen. Bogenschützen, bereit machen. Das ging ja, stimmt. In Bewegung. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Genau, dann wollte ich eigentlich nochmal mit einer ordentlichen Truppe Bogenschützen hier in das Lager mal freischießen. Kämpfen die eigentlich nicht gegen die Bären? Das ist ja witzig.
Da läuft der Bromi, der einfach nicht angegriffen wird. Oh ja, okay. So, pass auf, ich kaufe mir jetzt die Steinländerei hier. Das passt da nicht hin. Setz hier mal eine Hütte rein, damit die mal anfangen zu arbeiten. Waffen benötigt, Sire. So, und dann. Wir sind eure Leute. Zusammenbleiben. Hier überwacht mal den Brückenbau. Und dann sammle ich hier mal eine Truppe Bogenschützen zusammen. Hauptmann? Ja, und die können meinetwegen auch sich hier sammeln. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Nein, ein Schweinebauer auch noch. Das ist ja eine Frechheit. Kann ich den... Komm, ich ersetze den mal gegen... Nein! Passt nicht. Na gut, nicht schlimm. Ich meine, so wie von der Ehre, wie wir es gerade bekommen, so, das passt mir eigentlich ganz gut. Ich brauche hier mal noch ein... zwei Gemüsegärten und noch ein paar Apfel... Plantagen hin. Ja, sieht jetzt nicht sonderlich schön aus, aber... Passt schon erstmal. So, da kommt schon die erste Steinlieferung. Das heißt, die Mönche werden gleich weiterbauen. Hä? Ach, da waren noch ein paar piktische Bootskrieger irgendwo übrig, die ich gar nicht gesehen habe, okay. Waffen benötigt, Sire. Ich stehe. Ich werde jetzt hier keinerlei... Eure treuen Bogenschützen. Aber hier kann ich mal unsere drei Bögen abziehen. Werden singen. Wenn da hinten drei auf dem Podium... Wir sind bereit. Wir bewegen uns. Warten, dann reicht mir das hier hinten. Bogenschützen, völlig zu. Vorbereiten. Ich werde jetzt nur von hier vorne keine Truppen abziehen, weil das wäre mir dann ein bisschen zu riskant. Hier haben wir drei Sechser-Trupps und hier vorne haben wir dann drei Sechser-Trupps. Das ist für mich ausreichend. Eigentlich will ich schon versuchen, irgendwie alle Ziele abzuschließen. Ich will jetzt hier nicht nur zwei abschließen. Ich meine, die Stoffe können wir gut kriegen, die vogelfreien Lager können wir zerstören. Aber ich will halt auch die Ehre haben. Ich will jetzt hier gar nicht... irgendwie nur so. Zwei Ziele haben irgendwie. Ja, Sire. Wie lautet die Mission? Ah, der Lanzenträger sammelt sich da vorne. Okay. So, die Mönche holen jetzt den Stein, beenden die Ein Brücke. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Hier haben wir noch Wölfe, die wir besiegen könnten. Und dann kann man von hier hinten hier rüber. Und kann dann die vogelfreien Lager zerstören. Das ist schon hübsch designt, die Map. Das muss man schon sagen. Das ist wirklich hübsch gemacht. Haben die Wölfe auch die Gebäude zerstört, oder? Das ist ja abgefahren. Und so gehört mir jetzt hier unten so ein Drittel, genau einmal diagonal durch die Karte. Muss jetzt nur aufpassen, natürlich, wenn jetzt ein größerer Angriff kommt, dann muss ich zusehen, dass ich den irgendwie so verteidigt bekomme. Waffen benötigt, Sire. So. Euer Befehl? Wo ist der Feind? 20 Lanzenträger hätten wir dann. Das wird schon passen. Unsere Sehnen sind gewachsen. Bogenschützen. Es wäre jetzt gelacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen sollten, dieses Camp hier freizuschießen. Ich meine, die werden immer wieder dort danach spawnen, aber gut, ganz ehrlich, das ist dann halt so. Wie ich am Anfang die Panik geschoben habe, dass ich, weil ich Angst hatte, dass sie die Brücke beenden. So. Gebt uns nur ein Ziel. Okay, dann speichere ich das Ganze mal hier. Spiel gespeichert. Und dann probieren wir es mal. Gehen in Stellung. Die dort wegzuballern. Die Vogelfreien selber, die können, dürften da eigentlich nicht viel machen können. Die Bogenschützen sind eigentlich die gefährlichen. So, und jetzt ist es einfach nur ein einziges Freischießen. Das erinnert mich ein bisschen an diese sechs, ich glaube, das war die vierte oder fünfte Mission. Der Bulle an der Grenze von der Hauptkampagne. Da gibt es auch so ein vogelfreien Lager, was man zerstören muss. Wo man halt auch von den Klippen aus oben die halt auch easy abschießen kann. So, das ist... Euer Zeichen, Sire. Komm, ich zieh jetzt mal 20 Bogenschützen ab. In Bewegung. Und lass die 20 mal Bogenschützen als, bereit machen. Als Patrouille wir mal sind hier eure zurück. Leute. Falls hier nochmal ein Angriff kommt, könnt ihr eure auch nochmal ein bisschen vorschwächen. Das passt schon. Ob ich mir die Länderei kaufen Unsere will? Unsere Bögen werden singen. Die Männer sind guter Dinge. Ich sag keine Ahnung, aber die soll das Lager jetzt mal klein halten können.
Und dann, wenn die Brücke fertig ist, marschieren wir hier drüben ein, besiegen die Wölfe, zerstören das Lager, dann das und dann zu guter Letzt das hier. Und dann haben wir schon mal ein Ziel erfüllt. Und dann geht es nur noch darum, dann nochmal ein zweites Ziel zu holen. Das wäre auch schon... Alter. Wobei, ich brauche es ja eigentlich nicht immer abreißen. Ne? Sobald der Dude hingerichtet ist, wird das Gebäude ja neu besetzt. Ich könnte sogar Armbrüste bauen. Aber das bringt mir leider gar nichts. Rekruten benötigt, Sire. Oh, was? Ohne Vorankündigung? Oh, das ist aber unangenehm. Was wünscht ihr? Bogenschützen unterwegs. Augen auf, Männer. My Lord. Los, vorwärts. Das ist jetzt aber unangenehm. Wir sind bereit. Der kam unangekündigt, der Angriff hier. Der ist jetzt natürlich echt... Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Echt viel, was da jetzt kommt, muss man sagen. Bogenschützen, vorbereiten. Kommt da mal rein. Marschieren, Männer. Und hier geht er mal raus. Euer Befehl, Sire. Und macht mal hier einen auf Verteidigung. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Wieso greifen denn Vogelfreie aus dem... Oh shit, die Brücke ist ja jetzt repariert. Ei, Sire. Haltet die Stellung. Oh, das ist jetzt natürlich... Oh je, oh je. Ich glaube, sobald man ein Ziel abschließt, kommen dann noch mehr Angriffe, ne? So schätze ich das jetzt gerade mal ein. Wenn man Ziele abschließt, werden die Angriffe heftiger. Ich meine, wir haben gut Bogenschützen, das geht schon. Ja! Waffenbrüder, vorwärts! Bringen die Lanzen irgendwas? Pikeniere, vorwärts! Der Angriff ist noch nicht durch, da kommt noch eine Menge. Ja, Sire. Nein. Ziehen los. Durchzug. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Ich muss jetzt mal kurz die anders setzen hier. Wie die Musik am Switchen ist. Das ist jetzt schon ein ordentlicher Angriff hier. Huiuiui. Oh shit. Ich diene euch gut. Da kommen jetzt natürlich immer mehr Angriffe. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Naja, gut. Wird nochmal spannend. Da müssen wir aufpassen jetzt. Ich denke, ich sollte ihn abgewehrt kriegen, jetzt noch den Rest. Aber die Vogelfreien, die machen wir jetzt da auch. Machen, Piken. Ärger, muss ich sagen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Unsere Sehnen sind gewachst. Auf die Plätze, Männer! Die ziehe ich jetzt mal ab. Gebt uns nur ein Ziel. In Bewegung. Schick die mal hier hin zur Pikeniere nach vorn. Sicherung der Brücke. Während die Bogenschützen hier alles daran setzen, diese Streitkolbenmassen da abzuwehren. Aber zum Glück noch ein paar Pikeniere, die ja noch mit aufhalten sollen. Während die Bogenschützen da aufräumen. Alright. Okay. Gut, den Rest sollte ich da jetzt eigentlich wegbekommen. Ey, das ist ja echt wild hier. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Also ich sagte gerade noch, ich brauch's eigentlich gar nicht zerstören und mach's trotzdem. Wir haben so viele Ressourcen. So viel Steine jetzt auch. Jetzt brauche ich den Stein nicht mehr. Jetzt kann ich den wirklich verkaufen. Ach, ich wünschte, ich hätte jetzt hier den Mausklicker. Rekruten benötigt, Sire. Komm, die schicke ich dir jetzt wir mal noch zu verstärken. Besten unter den Besten. Hauptmann? Kolonne! Ich glaube, es ist wirklich so. Sobald man ein Ziel abschließt, kommt ein Angriff. So fühlt es sich an. Ah, die Bogenmassage ist real. Euer Befehl? So, eins, ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Drei. Wir bewegen uns. Unsere Truppen werden angegriffen. Jetzt habe ich so wirklich einen Bogenschützen verloren. Bogenschützen in Bewegung. Lanzen vorwärts. Piken Schultern. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Das tun sie ja wirklich gerade tatsächlich.
kurz hier beobachten. Nicht, dass die mir da jetzt viel Trouble machen. Das wäre nicht so nice. Reinhalten! Vorwärts! Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Die Männer sind guter Dinge. Euer Zeichen, Sire? Bogenschützen unterwegs. Ich melde da jetzt für mal schnell die Wölfe. Für unseren Herren sind unterwegs. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Hier glitschen sich Einheiten durch den Wald durch. Das ist nicht so nice. Waffen so. Benötigt, Sire. Rekruten benötigt, Sire. Was wünscht ihr? Ich schätze mal, wir sollten das eigentlich trotzdem schaffen. Wir kommen da jetzt einfach mit Masse. Und zerstören die Camps hier. Bogenschützen, bereit machen. Masse statt Klasse. Wobei ein bisschen Klasse mit dem Pikinier ist ja schon dabei. Bereit, Sire. Wir werden jetzt hier einfach overwhelmed. Unsere Truppen werden angegriffen. Ei, Sire. Kommt schon, Männer. Ich sollte vielleicht den Sammelpunkt der Pikiniere mal nicht da vorne hinsetzen. Waffen benötigt, Sire. Ich wette, wenn ich das, sobald ich dieses letzte Lager jetzt hier auch noch zerstöre, Lordschaft, wird es so sein. Wir sind eure Leute. Ich diene euch gut. So, ihr geht vor als Kanonenfutter. Sobald ich das letzte Lager zerstöre, wird es einen Angriff geben, schätze ich mal. Die Wölfe jetzt die Schafe hier reißen, ist ja süß. Oh nein, sie haben Brummi den Bären getötet. Das war doch das Maskottchen der eure Region. Eure treuen Bogenschützen. Wie konnten sie nur... So, mit ein bisschen Schwund war zu rechnen. Diese Verbrecher werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Sehr schön. Unsere Bögen werden singen. Okay, jetzt schnell Rückzug. Rauf auf die Welle! Bereit machen, Piken. Na schön, Pikeniere. Mit einem Angriff. Los geht's. Der hier ist zwar noch da. Kann auch sein, dass der... Okay, wir haben vogelfreien Lager zerstört. Wir können jetzt auf die Ehre oder auf die Stoffe gehen. Aber... Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Boah, weiß ich jetzt selber nicht, was ich will. Waffen benötigt, Sire. Haben wir denn viel Wolle da? Ne, wir haben kaum Wolle da, tatsächlich. In irgendeinem Grund haben wir nur sehr wenig Wolle. Die Stoffverarbeitungstanten, die arbeiten echt schneller, als die Lordschaft erlaubt. Sire, es geht los! Okay, das jetzt natürlich... Naja, wir können jetzt auch mal ein bisschen... Ich habe so... Naja gut, so viel Gold habe ich gar nicht. Ich wollte gerade flexen, mit wie viel Unsere Geld ich habe, Unsere Truppen werden angegriffen! Das ist ja nicht mal wahr. Komm, dann richten wir jetzt noch ein schönes Festmahl aus. Anstatt jetzt hier auf die Stoffe zu gehen. Die Stoffe würden jetzt doch ein bisschen zu lange dauern. So. My Lord. Wir sind bereit. Augen auf, Männer. Die Armee ist zu Hause angekommen. Ziehen los. Beziehungsweise ist noch unterwegs. Komm, wir kaufen jetzt mal die hier noch. Einfach, weil es geht. Kornspeicher haben die schon. Ist wahrscheinlich ja ziemlich unbeliebt. Genau, sorgt mal hier für ein paar Bauern, die lieber hier Ressourcen ranbringen. Okay. Lassen wir die erstmal florieren. Jetzt habe ich null Ehre. Ha, witzig.
Wie viele Ehre bringen wir das Eine Weberin hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Was? Was hat die denn bitte verbrochen, frage ich mich. Hey, nicht im richtigen Abstand die Nähte gesetzt, oder was? Was soll die denn verbrochen haben? Die arme Frau, guckt euch da mal an. Jetzt ist diese dicke, mollige Frau, die ist jetzt zu so einem dünnen Mann geworden, einfach wahrscheinlich. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Was mich halt auch ist, dass nur plus 16 der Steuersatz ist. Das ist wirklich wenig bei minus 2. Also selbst, wir haben eigentlich 64er Bevölkerung. Eigentlich dürfte das nicht so wenig sein. Hauptmann? Wundert mich etwas. Ziehen los! Jetzt habe ich hier doch eine ziemliche Befestigung aufgebaut. Euer Befehl? Los, vorwärts! Da kommt auf jeden Fall nichts so schnell durch jetzt. Ja, die Truppe ist gekommen, um zu bleiben. Sollen sie bleiben? Egal. Was wünscht ihr? Bogenschützen, vorbereiten! Ich stelle ich mal da drüben hin. Ja, Sire. Rauf auf die Welle! Ruf auf die Welle. Ja, ich finde, es ist eigentlich eine hübsche kleine Burg geworden. Habe ich ja vorhin schon mal eingangs erwähnt. Ich finde, das kann man ruhig nochmal öfter erwähnen. My Lord! Ei, Sire! Marschieren, Männer! Ihr bleibt mal als Wachposten dort. Hören euch, euch greife ich jetzt nicht nochmal an. Unsere Sehnen sind gewachsen. Ich werde jetzt hier einen Bogenschützen mal hinschicken, uns nur ein Ziel. Der hier mal Euer Zeichen, Sire? Das Fleckchen wieder austauscht. Bogenschützen, bereit machen! Und vielleicht noch ein paar Leute messert, wenn er Lust drauf hat. So, 38 Stoffe. Der Rest kommt rein. Wir können das jetzt ja mal ein bisschen erhöhen. Brauchen wir noch. Ich glaube, das kriegen wir jetzt tatsächlich doch schneller rein als die Ehre, schätze ich mal. Wobei ich jetzt noch nicht genau einschätzen kann, wie viel wir jetzt durch das Fest mal bekommen. 100? Naja, gut. Boah, Mann, dieser Posten wird erst wieder besetzt, wenn der nächste Dude hier hingerichtet wurde. Der hier. Problem ist, dass der Henker aber jedes Mal zu seiner blöden Gilde zurückläuft und wiederkommt. Das ist echt nicht gerade zeitsparend. Ich hätte die Gilde wahrscheinlich ein bisschen näher am Hackblock platzieren sollen, oder näher am Gericht platzieren sollen, im Innenhof hier. Das wäre vielleicht so die bessere Wahl gewesen. Aber wir machen das jetzt einfach mal, einfach weil wir es können. So, bauen wir die mal hier innen rein und hier draußen ist dafür eine schöne Apotheke nochmal. Also ich brauche jetzt keine Truppen mehr ausbilden. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein oh, Herr. Oh mein Gott. So, naja gut, dann nehmen wir uns jetzt einfach noch die Stoffe, die jetzt hier reinkommen, mit. Und beobachten das Ganze mal ein bisschen. Hübsche kleine Map. Sehr hübsch gestaltet. Eine coole kleine Mission, muss ich sagen. War echt cool. Und ja, wie gesagt, ich packe euch den Link zur Map. Der Lord war jetzt in der Apotheke. Interessant, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ist jetzt wieder geheilt? Tatsächlich. Hey, das ist ja krass. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Interessant. Sehr, sehr cool. Wusste ich gar nicht. Ich baue so selten eine Apotheke. Wahnsinn. Ist auch cool gestaltet, ne? Hier unten ist der Eingang. Dann geht er hier so die Treppe hoch. Und da hier oben ist dann so ein Ofen. Und ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Schon cool. Boah, man, mich nervt das in meinem Panorama, wenn ich jetzt hier diese Gebäude drin habe. So sieht's besser aus. Ne, das war eine coole Map. Also, wie gesagt, ich packe euch den Link zur Map in die Videobeschreibung. Ich werde Fabian wahrscheinlich auch nochmal ein kurzes Feedback geben, dann wird er das Video hier auch sehen. Und ja, das war echt cool. Also, falls ihr selber auch Maps in Stronghold 2 oder Stronghold 1 gebaut habt, Invasionsmaps, Wirtschaftsmaps, was auch immer, schickt die mir gerne zu, irgendwie per Discord, per PM irgendwie, oder ein Link, wenn das jetzt irgendwo im Workshop liegt, gerade wenn es das Stronghold 2 ist oder so, und dann gucke ich mir das gerne an. Also da habe ich Bock drauf und ja, ich schätze mal, die Stoffe werden jetzt gleich reinkommen oder drin sein. Ach, die wärmen eigentlich schon. Wir haben doch die Stoffe erworben, oder nicht?
Oh. Okay, das scheint ein Bug zu sein. Eigentlich habe ich die Stoffe. Warum auch immer das jetzt nicht zählt, weiß ich jetzt nicht. Muss ich vielleicht doch noch die Ehre zusätzlich dazu bekommen? Okay, offenbar muss die Map noch ein bisschen, an der Map noch ein bisschen gefeilt und optimiert werden. Aber das ist nicht schlimm. Das ist Fabians unsere erste Truppen Map hier gewesen. Angegriffen. Und dafür, dass es die erste Map war, ist, finde ich, ist es super. So, Bierstadt ist jetzt auch wieder im Stissel hier. Diese Länderei kann ich mir nicht kaufen. Das ist einfach totes Land. Oder muss ich vielleicht die Invasionsarmee nochmal beseitigen? Euer Befehl, Sire! Kann das sein? Waffenbrüder bereit. Alles wird gut, Männer. Ich will's nicht ausschließen. Lordschaft! Kolonne! Komm, dann machen wir das jetzt einfach nochmal. Ich diene euch gut. Dann besiegen wir jetzt nochmal die Pikeniere vorwärts. Invasoren. Bereit machen, Piken! Wenn es jetzt vielleicht doch daran liegt, dass die Angriffstruppe da jetzt noch da ist. Vielleicht löst das jetzt irgendwie einen Bug noch aus. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Schauen wir mal, ob es vielleicht wirklich daran lag Sire? Jetzt. Hauptmann? Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Das ist aber eine kleine Endschlacht hier. Vielleicht muss man ja doch alle Ziele erfüllen. Euer Befehl? Oh, das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Na? Nur noch 18? Und die sind schon ziemlich verletzt, muss man sagen. Ja, doch, wir sollten es eigentlich schon schaffen. So 70 Ehre brauche ich nur noch. Aber das nächste Festmahl ist schon in vollem Gange. Was wünscht ihr? Ja gut, im Nahkampf sollten die kein Problem darstellen mit mehr. Jetzt mehr. My Lord! Okay. Pikeniere nach vorn! Piken Schultern! Na gut, da haben wir jetzt im Endeffekt doch alle Missionsziele erfüllt. Können wir jetzt noch die Länderei hier kaufen? St. Columban. Tja, wie viel Ehre wird jetzt erwartet, ist die Frage. Mann, das ist irgendwie komisch. Ich habe die Stoffe am Start, aber das Missionsziel gilt nicht als erfüllt. Egal, vielleicht passt das ja mit der Ehre. Und wenn das mit der Ehre auch nicht passt, dann kaufe ich noch die letzte Länderei und dann hoffe ich einfach, dass es dann passt. Ei, Sire! Wobei, die lasse ich mal hier. Die sind eh fast tot. Ja. Wobei, warte mal. Was ich jetzt nochmal? Nee, ich glaube, der Apothekarius, der wird sich, glaube ich, nicht um die normalen Soldaten kümmern. Ich glaube, der ist nur für den Lord zuständig. Das wäre ziemlich cool, wenn er auch die normalen Einheiten heilen würde. Was er wahrscheinlich nicht macht. Was ich jetzt hier nochmal machen könnte, wäre aber ein bisschen hübsch machen. So hier. Zu kleinen. Unsere Bögen werden singen. Vorbauten hier sozusagen. Auf die Welle! Hat eigentlich auch was. Ich diene euch gut. Ich glaube, die werden nicht geheilt durch den Apothekarius. Na gut, aber ist nicht schlimm. Bereit machen, Piken. Behalten wir die halt als Patrouille irgendwie hier. Sire, kommt schon, Männer. Ich finde jetzt diesen Patrouillieren-Befehl. Ich meine, den gab es ja schon in Stronghold 1, aber ehrlich gesagt ist der halt so richtig sinnlos. Keine Sau nutzt diesen Patrouillieren-Befehl wahrscheinlich. Außer die KI Patrouille selber. Klar, Hauptmann. Ja. Na gut, okay, jetzt habe ich gewonnen. Alles klar, ja, das war eine coole Mission. Danke, Fabian, für deine Map. Und wie gesagt, falls ihr selber Maps habt, die ihr gerne einreichen wollt, sei es Stronghold 2 oder Stronghold 1 oder Stronghold Crusader Community-Content, gerne einfach direkt an mich in Discord. Ja, und oder halt Link, wenn ihr einen Workshop habt. Alles klar. Dann danke fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und schönen Tag noch oder schönen Abend oder wann auch immer ihr das Video guckt. Ciao.